Du wolltest schon immer Firefox Add-ons installieren? Dann bist du hier genau richtig. Schütte deinen Kaffee ein und genieße das Video. Dein erster Schritt ist, Firefox zu starten. Wenn sich dein Firefox gestartet hast, dann gehst du oben rechts auf die drei Punkte, das Anwendungsmenü. Wenn sich jetzt dein Anwendungsmenü geöffnet hast, gehst du auf Add-ons und Themes und klickst da einmal drauf. Jetzt wird sich diese formschöne Seite öffnen, Erweiterung verwalten. Hier kannst du links Themes und deine Erweiterung auswählen. Solltest du bereits Erweiterung installiert haben, kannst du hier diese auch deaktivieren bzw. löschen. Oben in der Suchleiste gibst du deine Erweiterung ein, die du gern haben möchtest. Ich gebe da jetzt mal Passwort ein und suche nach Bitwarden. Jetzt wird sich die Homepage von Mozilla.org öffnen und hier kannst du deine Erweiterung suchen. Links kannst du einmal Filter anwenden, wenn du noch spezielle Add-ons suchst bzw. Erweiterung. Wir klicken jetzt einmal auf die Beispielerweiterung Bitwarden. Jetzt wird sich die Erweiterungsseite öffnen und hier kannst du einmal das Plugin im Allgemeinen sehen. Rechts hast du die Bewertungen und darunter die Screenshots. Und noch weiter unten steht nochmal die genaue Beschreibung über die Erweiterung. Wir scrollen einmal hoch und gehen auf Firefox hinzufügen. Dann wird sich oben ein Fenster öffnen, da musst du nochmal auf Hinzufügen klicken. Dann wird Firefox das Plugin, die Erweiterung installieren. Wunderbar, Firefox hat die Erweiterung installiert. Jetzt kannst du aufatmen und das Ganze einstellen. Oben rechts wird sich nochmal ein Fenster öffnen, wo du auf OK klicken kannst. Wunderbar, jetzt hast du deine Erweiterung installiert und damit sind wir auch schon fertig. Falls du Werbung blockieren willst oder du dein Firefox aktuell halten willst, dann klick jetzt oben auf das i. Da sind wir schon am Ende. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ein fettes Dankeschön dafür.